überlege, ob ich mich nochmal über die Griechen aufregen soll. Ja. Wenn ich an diese Griechen denke, dann reg ich mich sofort auf. Moni, dann darf ich nicht da denken. Ja. Das ist spät. Oh, das. Diese Verlogene, diese hinterfotzige Bagage. Die angeblich so stolzen Griechen, von denen wir die Kultur geerbt haben. Gell, was ist denn das für eine Kultur? Ha? Schuldenmacher, ist das eine Kultur? Nichts mehr Schuldenmacher, die. Wenn ich bloß an den griechischen Finanzminister denke, den gewamperten Uhu. Wie heißt er denn? Zellulitis, Vaselinitis, gell? Dem quillt doch die Verlogenheit, quillt doch den aus allen Poren raus. Gell? Immer wieder machen sie Versprechungen, die sie dann aber nicht halten. Natürlich nicht, die tanzen uns auf der Nase rum. Die halten uns für blöd. Die depperten Deutschen, die sollen nicht lang umeinander dort, die sollen endlich die Milliarden überweisen, sonst nennen wir sie das, was sie für uns immer noch sind, nämlich Nazis. Und die reizen den Spielraum so lange aus, bis nichts mehr geht. Und wenn nichts mehr geht, dann machen sie wieder eine Zusage, die sie natürlich nicht halten. Ich frage mich, warum die Merkel das überhaupt noch mitmacht. Ich hätte ihnen schon längst gesagt, dass sie keinen Cent mehr kriegen. Du, die mandeln sich auf und auf, keinen Hosenknopf in der Tasche, aber das Maul aufreißen. Berufen sich auf die Wiege des Abendlandes. Ha, du vom stolzen Griechenland labern und auf unsere Kosten leben und dann unsere liebe Angela als Nazi-Tante dachte. Hast du das gesehen in der Zeitung mit der SS-Uniform, mit dem Hakenkreuz? Hast du das gesehen? Glaubst du, dass ich mich direkt fast ein bisschen aufgeregt? Ja, Moni, muss ich sagen, das hat Niveau gehabt, ne? Wirklich, also das war schon sehr differenziert. Ne? Wirklich, also das muss man da lassen. Das war mal, also rein ästhetisch, also sagen wir mal, die Rede von der rhetorischen Seite her, das war schon, also okay, nein, da kann man nichts sagen, gell? Danke. Wie du die Dinge ansprichst, also das hätte ich selber nicht besser ausdrücken können. Weißt du, was da ich sag? Diese Griechen, sag's. Müssen raus aus dem Euro, verstehst du? Die haben nichts, ja, was haben sie? Nichts, nichts verloren, nicht dieser Währung. Die werden doch die Schulden nie los. Du, 380 nie. Milliarden Schulden haben die. Mit was denn? Was wollen sie denn zurückholen? Du, die haben doch nichts. Was haben sie denn? Nichts du, haben sie. Ein Huso, Huso. Das Olivenöl, verstehst du? Den Wein, den sie nicht saufen kannst. Den Reziner, den kannst du nicht saufen, verstehst du? Den Reziner weiß nicht harz verharzt haben, verstehst du? Nee, wie kannst du polieren mit dem Scheißdreck? Und Tzatziki, Tzatziki! Verstehst du, wie heißt denn der Tanz? Der Tanz da mit Taxa oder wie der heißt? Genau, diese verreckten Einweg. Diese panierten Einweggummi, verstehst du? Die du nicht fressen kannst, verstehst du? Respekt, Bruno. Und ich hab immer gedacht, du bist ein gebildeter Intellektueller.